Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Gerade ein Paket bekommen. Was relativ cool ist, eine kleine Aufmunterung, weil heute bin ich aufgewacht und ihr wisst ja, die WhatsApp-Gruppe mit den Top-Spawns. Ich schaue da ab und zu immer rein in der Früh, um zu schauen, was ich in der Nacht verpasst habe, um ungefähr zu wissen, wie selten was ist, um eine kleine Statistik zu haben. Und da kam, ich blende hier jetzt mal ein, richtig leid. Zum ersten Mal, wo mein Herz richtig blutet. Weil normal, wenn man den Spawn halt nicht bekommt, weil man schläft oder halt zu weit weg ist, dann bekommt man ihn halt nicht. Aber da hat es echt zum ersten Mal richtig wehgetan. Und zwar Labras, 100%. Ich habe so lange darauf gewartet. Ich habe echt gehofft, dass es beim Wasser-Event kommt. Seit es die Map gibt. Seit es die Map gibt, seit 4 Monaten, das erste Mal, dass 100% Labras erschienen ist. Für mich als 100% Sammler tut das natürlich sehr weh. Und noch da drauf ist es auf meiner Stammstrecke, wo ich halt immer bin, wo ich das immer erreichen kann. Aber nicht um diese Uhrzeit, nicht direkt von zu Hause aus. Das hat echt weh getan. Aber zum Glück habe ich hier ein Paket erhalten. Das schauen wir uns gleich an. Das wird meine Stimmung ein bisschen aufmuntern, hoffentlich. Also, wie ihr sehen könnt, ein bisschen Yugi-Zeug. Ihr wisst ja, gesponsert war ich oder bin ich immer noch. Kommt drauf an, wie man es nimmt. Hab letztens ein paar Sachen verkauft. Habt ihr ja mitbekommen. Heute wieder ein paar Sachen bekommen. Bisschen Werbung muss ich machen für ein paar Freunde, für mein Team. Ich hoffe, das ist okay. Auch für die Leute, die absolut kein Interesse an Yu-Gi-Oh! Haben. Muss ich mein Team ein bisschen unterstützen. Und zwar Complexity Card Gaming. Wie gesagt, die waren mal bei Stefan Raab. Richtig krasses Team. Wenn ich sage Yu-Gi-Oh!, dann wissen Sie alle, was ich meine. Es gibt da mittlerweile auch richtige Nationalmannschaften. Und das Yu-Gi-Oh!-Team Deutschland ist heute bei uns und wird uns erklären, wie das genau funktioniert. Bitte begrüßen Sie Joshua Schmidt, Michael Grüner und Norman Wilde. Herzlich willkommen. Die veranstalten ein paar Turniere, ihre eigene Turnierreihe. Und eins ist zum Beispiel eben das Grand Open in Köln. Da gibt es zum Beispiel sowas zu gewinnen. Als Teilnehmerpreis gibt es das sogar, glaube ich. Auf jeden Fall werde ich vielleicht dort vorbeischauen. Das heißt, ein paar Folgen Pokémon Go in Köln werde ich vielleicht drehen. Falls die Zeit es zulässt und die Bachelorarbeit. Auf jeden Fall gibt es, ich muss das jetzt mal kurz ablesen, Grand Open Promo Package kann man sich kaufen. Da gibt es halt, wie nennt man das, so ein VIP Package. Da gibt es zum Beispiel die Matte garantiert. Dann gibt es einen speziellen Würfel garantiert. Und ansonsten, das Turnier ist ja halt richtig cool. Da geben sich die Jungs echt Mühe, coole Preise. Gutscheine, coole Matten, coole Preise. Auch was Neues ist eben solche speziellen Matten. Aber in der Community kommt das immer echt richtig gut an. So, was ist neu? Gibt es extra als Preise. Also echt einzigartig, was die Jungs machen. Kann ich nur empfehlen für alle Yu-Gi-Oh! Spieler. Und auch so als Laien, sage ich mal, kann man dort vorbeischauen. Es gibt für Nintendo gibt es ein paar Turniere dort. Nintendo schaut auch vorbei. Mit der neuen Switch wird das dort auch gesponsert. Und eine kleine Party danach gibt es auch. Echt coole Sachen bieten die Jungs an. Ich schreibe mal alles unten in die Kommentare und Link zum Event, zur Facebook-Seite. Da kann man echt vorbeischauen. Gibt es auch immer regelmäßige Turniere. Muss ich nochmal auf meinen Speckzettel hier schauen, was ich noch sagen muss, was ich unbedingt erwähnen soll. Für alle Spieler, es gibt Rankings und eure Decklisten werden veröffentlicht, damit ihr ein bisschen Fame bekommt. Auf jeden Fall echt coole Sache. Hätte ich meinen alten Yu-Gi-Oh! Channel noch. Dann würde ich euch auch featuren auf dem Channel. Auf jeden Fall echt coole Sachen immer mit dabei. Schaut's vorbei. Ich werde vielleicht auch da sein. Special Pokémon Go Episoden in Köln. Wer weiß, wir werden es sehen. Ansonsten war es natürlich nicht nur Yu-Gi-Oh! Zeugs. Werde ich euch ein paar Highlights vom Wochenende zeigen. Wie letztens, was ich so gefangen habe, was mir so entkommen ist. Diese Folge wird eher ein bisschen leidend sein, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber mehr schauen wir uns gleich an. Also fangen wir mal an.
direkt nachdem ich aufgestanden bin und gesehen habe, dass das Lapras erschienen ist und ich richtig leiden musste, ist direkt vor meiner Haustür, also fast vor meiner Haustür, ein Heidjäger gespawnt. 2 Minuten die Straße runter, habe ich natürlich geholt. Super easy, super saftig. 10 Bonbons, immer mit gelbe Berge. Auch wenn Heidjäger immer Faxen macht, aber ist zum Glück drin geblieben. Dann für meine 100% Sammler da draußen, was sehr interessant ist vielleicht, für mich war es sehr, sehr interessant, super saftig, ein 100% Lammturn. Was sehr interessant ist, da Lampi nicht gescannt wird, weil der zu häufig ist. Das heißt nur die Entwicklung, das heißt noch seltener. Das erste überhaupt, was bisher gespawnt ist. Und das habe ich mir natürlich geschnappt, war mitten im englischen Garten. Aber relativ nah zur Uni, wo ich meistens eh bin, also das war perfekt. Eine kleine Tour habe ich auch am Wochenende gemacht, aber jetzt nichts Großartiges, was ich aufgenommen habe. Also die Spawns habe ich auch schon aufgenommen, aber daraus habe ich nicht unbedingt eine Folge gemacht. Vor allem, es ist halt immer stockdunkel und ich weiß, ihr seid ein bisschen sensibel, was Geräusche und Licht angeht und Dunkelheit, aber Tour wie immer sehr lukrativ. Es gab halt kein großes Highlight. Es gab ein Chanerga, ein Lavita oder ein, zwei Lavita. Sogar mehr als ein Chanerga, ich weiß nicht, muss ich nochmal zurückschauen. 100% Snubbel für alle 100% Jäger da draußen. Obwohl ich schon eins hatte, aber wenn man schon mal dahin fährt, nehme ich es natürlich mit. Falls irgendwann mal Tauschfunktion rauskommt und die anderen das brauchen. Ansonsten auch noch ein Labgas. Haben wir mal so mitgenommen, wieso nicht? Kann nicht schaden. Und dann natürlich eine Handvoll Dratinis. Dratinis können nie schaden. Immer wenn man Zeit hat, Dratinis. Dann kommen wir zu ein paar Leiden, ein paar, wie nennt man das? Das Gegenteil von Highlights. Fails sozusagen. Angefangen mit einem Bisa-Floor. Ich habe es nicht gescannt, nicht auf der Map gehabt, einfach so. War ich Arenen machen. Auf einmal kam Bisa-Floor. Ich so, oida geil. 20 easy Bonbons. Und natürlich ist abgehauen. Was soll man machen? Bisa-Floor, Starter-Pokémon allgemein viel zu schwer zu fangen, dafür, dass sie so schlecht sind. Also echt traurig. Und dann kommen wir zum großen Finale vom Wochenende, was halt richtig bitter war. Und zwar, also ich habe es nicht aufgenommen, ich war so, wie nennt man das, im Modus, im Fangmodus, dass ich es vollkommen vergessen habe. Und zwar 100% Dragonier. Und ihr könnt es schon ahnen, es ist mir abgehauen. Erster Wurf und direkt rausgeflogen, keine Angst, ich habe Körper geworfen, weil ich habe es ja nicht aufgenommen, dementsprechend hatte ich 2 Hände frei. Ein Ball, direkt, genau wie bei Despotar, ein Ball, direkt rausgeflogen und direkt abgehauen, richtig leidend. Ich habe hier noch den Screenshot, wo steht, dass es geflüchtet ist. Danach habe ich zwar einen Dragonier noch gefangen, bei einer kleinen Tour, aber solange es nicht 100% hat, tut es eigentlich nur noch mehr weh. Erinnert mich an die Schmerzen vom 100%, das abgehauen ist, also den werde ich so leicht, so schnell nicht wieder verkraften. Dann das zweite Chanerga dieses Wochenende. 1600 irgendwas. War nicht schlecht, aber ihr werdet es gleich sehen. Beziehungsweise, also der hat lange gedauert, also muss ich eh irgendwie schneiden. Also ich werde das jetzt nicht den ganzen Struggle, den ganzen Kampf mit ihm einblenden. Auf jeden Fall langer Kampf, ist immer rausgesprungen und am Ende ist er leider rausgehüpft und abgehauen. Was soll man machen? Die dritte Enttäuschung dieses Wochenende. Erstes Dragonier, 100%, oh mein Gott, das tut so weh. Lapras verpasst und jetzt auch noch ein Heidjäger weg, 11 Candies. Schade. Dann zum Abschluss noch ein 100% Abra. Ich habe zwar schon 2, aber der war relativ hoch, obwohl es sogar nicht mein höchster war. Über 900, 918, aber nicht mein höchster. Mein Fahrer hat es leider nicht bekommen. Ihr wisst, Abra, ein Versuch. Und weg ist er, also echt leidend. Tati hat auch schon mal einen verloren, nicht bekommen den 100%. Was soll man machen? Ich habe ihn zum Glück bekommen. Nach der Enttäuschung mit dem Heidjäger, immerhin. Also das war's von mir und meinem Wochenende, meinen Fang-Highlights. Schaut da dann Complexity Card Gaming, schaut bei dem vorbei, falls euch Yu-Gi-Oh! Irgendwie interessiert. Oder falls ihr in Köln wohnt und ich dort vorbeischaue, dann könnt ihr mal Bescheid geben, was es dort so gibt. Auch zu X-Map und so. Ansonsten schreibt noch in die Kommentare, was ihr so dieses Wochenende gefangen habt, was eure Highlights waren. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.